Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Star Road in der Star Road. Mit Kevin zusammen, wir machen weiter mit Bob-omb Battle Factory. 2 Sterne haben wir schon und wir haben schon festgestellt, die roten Münzen sind super schwer hier oder super anspruchsvoll. Die Welt ist aber geil. Ja, das fasst es eigentlich zusammen. Die Welt ist geil, aber anspruchsvoll. Oh mein Gott. Und erinnert sich an TikTok-Trauma. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, genau, stimmt. Und nicht so belastend wie diese scheiß Wolkenwelt oder wie diese Drecks-Musikwelt. So, die ist einfach, die ist irgendwie. Genau, die Regenbogenwelt ist Mario 64. Diese Welt hier ist einfach irgendwie geil designt, entspannt und trotzdem anspruchsvoll. Genau so muss es sein. Wirklich, genau so. Da fragt man sich so, warum nicht immer so? Oh Mann. Ey, hab ich hier einmal schon mal erzählt, wie ich die eine Speedrun-Taktik in Mario Odyssey anwenden musste? Nee, ich glaub nicht. In einem der letzten Bosskämpfe von Mario Odyssey, da musst du gegen so eine Art Riesenroboter kämpfen. Mhm. Da musst du eigentlich solche Stachelviecher übernehmen, damit du dich an dem hochpiekst, kannst du nach oben springen kannst. Okay. Ja. Bei mir waren die aber durch einen Bug einfach nicht da. Haha. Das heißt, ich musste mich da nur mit Marios Moveset hochkämpfen. Lol. Und ich habe das halt so gemacht und ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass das eigentlich so eine Speedrun-Taktik ist und man das nicht so machen sollte. Ja gut. Nice. Ey, ich hasse es, dass ich nicht weiß, wann ich den Dive mache und wann den Kick, ne? Weil der Dive hat mich jetzt gerade umgebracht. Der Kick hat mich gerettet. Danke. Ja. Ist leider nun mal so. Das ist echt. Oh Mann. Ja, nee. Läuft auf jeden Fall bei Mario Odyssey. Also, kann man mal machen. Ja. Aber ich muss sogar sagen, ich mag das Movement von 64 mehr als von Odyssey sogar. Ja, es ist halt ein bisschen klobig bei 64. Ja, also, gerade wenn du den Charakter irgendwie langsam umdrehen möchtest, habe ich damit oft sehr viele Probleme, weil der Charakter irgendwie so komisch im Kreis läuft oder so. Ja, ich meine, aber wenn ich jetzt diese Altersschwäche rausnehmen würde. Ja, also dann ist es auf jeden Fall das Bild. Basic Move-Idee. Ganz ehrlich, dann ist es das beste Moveset, was Mario eigentlich jemals hatte. Alles andere ist unnötig, was er noch dazu bekommen hat. Ganz ehrlich, Cappy, nette Idee, aber ich meine, scheiß drauf. Das ist einfach mal realistisch. Vor allem, sie haben einfach damit den Dive kaputt gemacht. Ja. Und die den Weitsprung. Ja, und ich meine, so Mario Sunshine hatte Mario eh genau gar nichts drauf, sobald er den Dreck weg nicht mehr hatte. Ja, das ist da war eh Schicht im Schacht. Und Galaxy hat Mario quasi nichts außer Springen und Wirbeln, oder? Den Weitsprung, den Wirbelsprung, den Seitwärtssprung. Der hat nur den Dive nicht eigentlich. Ah ja, und den Kick halt. Ja, den Kick, aber dafür ist halt die Drehattacke. Ja, okay. Ich mochte die Drehattacke sogar. Ja, die ist geil. Ach komm schon! Ach Brudi! What is this shit? Ach komm. Ja Leute, ich probiere mich jetzt gerade noch ein bisschen an den roten Münzen. Ich werde die, wie gesagt, habe ich im letzten Part schon erwähnt, wahrscheinlich dann im Endeffekt offline holen, weil die sind fucking hart. Oh mein Gott, ich glaube, ich könnte mich rüber cheaten. Worüber cheaten? Oh lol, was war das denn? Okay, nicht so, aber ja, es scheint möglich. Was war das denn gerade? Ich habe den Weitsprung komplett verkackt am Start. Ne? Ich wollte von der roten Münze am Start wieder zurückkommen auf die Plattform, ne? Jo. Weitsprung komplett verschissen. Bin so komisch geflogen, dass er sich einfach an dem Geschoss vom Kugelwilli festgehalten hat und dann da reingezogen hat. Und in dem Moment kam da halt ein Kugelwilli raus und hat mich direkt in die Hölle geballert. What? Das war richtig weird. Ich wüsste nicht mal, wie man da mit einem Weitsprung reinkommen soll. Ich bin da einfach von dieser roten Münze aus mit einem Weitsprung in die Kugelwilli-Station reingekommen. What the actual fuck? Ich bin doch nicht mehr wütend, ich bin einfach nur angewirdet. Ja, sowas ist das. WTF, und ich bin direkt Game Over natürlich. Klar, muss ja. Ich muss sagen, damit kann ich fast noch leben, so. WTF. Was ein weirder Kram. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir Idioten hätten schon wissen können, dass es die letzte Welt ist, weil ich mal gucke auf unseren Sterne-Counter. Oh. Wir haben uns nämlich gerade vor dem Part gewundert, dass es eigentlich die letzte Welt sein müsste, weil es ja Welt 15 ist, beziehungsweise Welt 14, aber Welt 15 hatten wir schon. Und naja, wir haben auf dem Sterne-Counter 112 Sterne und haben es nicht mal gemerkt. Und in dieser Welt fehlen uns noch 5 Sterne. Das heißt, ja, wir sind dann bei 117, dann fehlen uns so irgendwelche 2 Secret Stars und einer von Bowser. Ich meine, wir sind bei 117, den Bowser-Stern, den Dingsstern. Ja, da fehlt noch 2 Secret Stars, genau. Dann haben wir erstmal 120 und die 130 sind dann die Bonus-Dinger. Wo ist dieser eine Secret Star? Wieso einer? 2? Lol. Dein Ernst? Nee, den einen weiß ich schon, wo der ist, wahrscheinlich.
Ach so, diese Röhre bei dem Toad da hinten. Ja. Der Toad, ja. Ja, stimmt, der Toad da hinten. Da müssen wir noch mal gucken, wie man da rankommt. Aber wo der andere ist, ist halt das Problem. Das weiß ich nicht. Da haben wir vielleicht irgendeinen Toad übersehen oder so, oder... Ach so, warte! Hier, in Gloomy Garden, diese eine Röhre. Ich meine, wenn das... Stimmt. Gott. Das hat dann zwar vielleicht nichts mit dem Secret zu tun, was jetzt hier bei dieser Stadt, bei dieser Tür erwähnt wurde, aber irgendwas muss es ja sein. Ja. Dann ist da vielleicht ein Secret da. Das ist echt gut möglich. Ja. Weil was anderes wird mir jetzt auch nicht mehr direkt einfallen. Oder wir haben halt wirklich irgendwas übersehen. Ja, wir haben auf jeden Fall irgendwas übersehen, nur die Frage ist... Ja, irgendwas, was wir nicht auf dem Schirm haben. Ja. Frage ist, was und wo? Und wie? I don't know. Nee, wirklich, keine Ahnung. Oh mein Gott! Alter, ich wurde einfach von drei Kugelbis gleichzeitig gefistet gerade. Aber auch wirklich komplett weggeballert. Bob-Omb, kannst du mich nicht umbringen? Danke. Oh Mann. Okay, komm, hören wir mal auf mit den roten Münzen, Leute. Ganz ehrlich, rote Münzen und 100 gelbe hole ich offscreen. Fuck it. Ihr habt davon 6 rote Münzen mindestens schon gesehen und jetzt diesem und im letzten Part. Okay, ich bin gerade sehr komisch. Die werde ich dann offscreen machen. Übersehen, oder ich bin gerade gegen eine unsichtbare Wand geknallt. Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, in dieser Welt gab es einige unsichtbare Wände. Der will halt echt nicht, dass ich mich darüber cheate. Ja gut, okay. Das ist dann einigermaßen legal, würde ich sagen. Ja, also, dass da eine unsichtbare Wand ist. Vor allem, ich weiß ja noch nicht mal, wie der legale Weg sein soll. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo du bist, von daher. Ja, ist auch schwer zu erklären. Ja, okay. Dann lass es einfach. So, wie komme ich jetzt da hoch, ohne dass es kommt? Ja, genau da wollte ich hin. Scheiße, Alter. Ich hasse das. Da, wo du bist, wollte ich hin. Ach so, da wollte ich im letzten Part schon hin, lol. Ja gut, ich habe keine Ahnung, wo du jetzt gefailt hast, aber okay. Ich habe mich immer übers Gitter geschummelt. Was geht da geschummelt? Ach so, lol. Nein. Ja. Du sollst dich einfach da hoch. Ja, ich weiß, ich wollte mich da. Da ist ja so eine Schräge an der Wand da. Ich habe mich versucht, ein paar Mal da einfach mit dieser Schräge rüber zu schießen zum Stern. Lol. Das hat sogar mal fast geklappt. Also, wenn du an diesen Stern andersrum gekommen wärst, Respekt. So. Ich denke halt outside the box. Ja, gut. Kann man mal machen. Ja, das war dieser Scheiß, wo ich gesagt habe, im letzten Part, dass es mit dem Festhalten nicht funktioniert. Das ist immer super verbuggt. Wenn du an den untersten Ding dich festhältst, dann lässt Mario instant wieder los. Wir haben immer noch nicht den Top of the Factory Stern. Das heißt, es geht immer noch irgendwo weiter nach oben. Ja, ich gehe mal wieder dahin, wo ich vorher war, weil ich bin gerade durch Zufall da in die Nähe gekommen. Ja. Vielleicht komme ich von da aus irgendwie weiter oder kann was nachgucken. Ja, ja. So ist die Frage. Der Shy Guy. Fly Guy, sorry. Ja, also die Sache ist halt, wie gesagt, Red Coins offscreen. Dann haben wir jetzt noch diesen Top of the Irgendwas Stern und Top of the Fabric. Und dann bleibt noch ein weiterer Stern übrig. Ich glaube, immer wenn du sagst Top of the Hill, muss ich immer an King of the Hill denken. Alles klar. Ja, Halo ist am Start. Wenn ich an King of the Hill denken muss, muss ich nicht an Halo denken, sondern an Rayman. Oh. Weil der hat wieder Game Over. Ach, Brudi! Diggi! Lass mal nicht machen! Okay, es gab nämlich so ein komisches Rayman-Game. Das war auch so ein Multiplayer-Game. Gab es auch so einen King of the Hill-Modus in der PS2-Version. Und ich habe eine Review zu dem Game gesehen und deswegen muss ich jetzt immer, wenn ich King of the Hill höre, an Rayman denken. Ah, ja. Oh, da ist ein Chuck hier. Aber er kommt nicht an mich ran. Oh, man. Alles klar. Oder, okay, da ist wieder dein Red Coin. Ja, wir gehen sogar in ähnliche Richtung. Du folgst gerade meinem Weg. Echt? Ja. Oh. Okay. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, ich höre tatsächlich, da oben ist der Chuck, ja. Aber komm mal her. Hier ist noch eine Röhre und da will ich nicht rein. Wo? Direkt bei mir oben, bei dem Chuck, ja. Ja, warte, ich guck ganz kurz an, wo die blauen Münzen spawnen. Ah, da unten. In der Mitte von diesen beiden schrägen Brücken, ja. Ja. Kannst du mal reingehen. Okay, so. In der Mitte von diesen beiden schrägen. Ach so. Ah ja, okay. Weil da steht ein Schild dran, was ist denn das? Und da haben wir den Stern. Pipe not currently safe to enter. Da musst du auf jeden Fall rein. Ich habe tatsächlich im Hinterkopf, dass man da wirklich einfach instant stirbt. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Joke, dass du einfach instant tot bist. Willst du gamblen? Nee. Ich lass es erstmal. Oh. Ich gehe jetzt erstmal nicht rein. Ach, übrigens, ich schau mich jetzt erstmal hier oben weiter. Ich hab einen Stern gefunden.
Der on top? Ich weiß nicht, ich sammle den mal ein, mal schauen, welcher das ist. War, ist der da oben drauf gewesen einfach? Ja, ja. Das, den habe ich geholt. Oh lol. Ja, das ist der Top of the Factory. Dammit, Alter, hätte ich auch in die Röhre gehen können. Das habe ich aber eigentlich gesagt. Ich habe das nicht gehört, lol. Ja, jetzt haben wir die Redcoins halt hier stehen, aber das ist natürlich nur, es gibt noch eine andere Mission. Ja. Vielleicht hat es dann doch mit der Röhre zu tun. Jetzt willst du die Redcoins holen, dann gehe ich ja, dann mache ich nochmal die Redcoins. Ich probiere mich nochmal in den Redcoins, aber das wird definitiv nichts werden. Weil wie gesagt. Nein, die Kugel, die habe ich in den Tod geballert. Achso, ich dachte schon, bei mir sah es so aus, als hättest du einfach einen Dive in den Tod gemacht. Nee, das waren die fucking Kugelwillis. Holy fuck. So, also. Ja. Wenn ich jetzt in die Röhre springe und sterbe, komme ich in die Game Over Welt. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. So. Naja. Wir werden sehen, was passiert. Ja, bin mal gespannt. Ja. Was, ja? Bist du echt tot? Ja. Aber ich wurde in Grütze geworfen. Wie ehrenlos, Alter. Ey, als ob der das echt gemacht hat. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe schon eine Vermutung, was der letzte Stern sein wird. Was denn? Genau das, aber in dieser Mission ist es dann safe. Das könnte sogar sein, jetzt bin ich auch in der Gemo-Welt. Alter, leck mich doch am Sack, Alter. Ganz unten. Die eine Tür, ja, die eine von den 8 Sterntüren. Ja, ich hab's. Lol, bin ich jetzt... Hallo. Ich hasse mein Leben. Gut, welche Röhre meinst du? Ja, die in diesem Gitter. Ja. Also die da irgendwo unten im Nirgendwo hängt. Da sind wir bisher noch nie hingeschaut. Da ist auch so eine Box drauf, von der irgendwie keiner weiß, warum die da ist. Ja. Ja. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich hasse diese Welt immer noch. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen, boah. Es ist sehr viel unnötige Laufarbeit. Ach übrigens, ich weiß, wo diese Röhre hinführt. Wo führt die hin? Das ist da, wo du unter dem Grab rauskommst. Ach was? Ja. Ach so. Ja, dann haben wir es schon. Dann muss uns irgendwo anders ein Secret Star fehlen. Hä? Wo könnte das denn sein? Okay. Oh, du kannst natürlich auch erstmal nach dem Toad hier oben gucken, ob man da irgendwie rankommt. Ja. Wenn nicht, im Notfall nehme ich halt Kirby ein bisschen und gucke mich halt um. Stimmt, ja. Na gut, wir können auch einfach mit Kirby darüber fliegen, dann haben wir es ja auch, also ich meine. Ja, ich würde es aber zumindest gucken, damit ich dann im Endeffekt noch legit nachvollziehen kann. Naja, klar. Nee, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ein Gumba. Ach, Digga, leck mich. Ja, Toads sind halt auch das letzte Stück Scheiße. So, Nintendo hat die so verheizt, dass man die mittlerweile nur noch hassen kann. Ich habe gerade letztens einen Part von Let's Play Markus gesehen, wo er irgendwie Toad in Mario Kart Wii gespielt hat. Oh mein Gott. Custom Tracks. Und er meinte so Fun Fact mäßig irgendwann nebenher so, ja, in Mario World gab's keine Toads. Ja. Und ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte mir so, geil, bestes Spiel. Doch, gab's. Echt? Im Endscreen, glaube ich. Stimmt, es kann sogar sein. Ja, gut, aber im Spiel selber halt nicht. Zumindest in der GBA-Version, das weiß ich noch, weil die habe ich hier unter anderem auch physisch liegen. Ich habe auch das Nintendo Original, aber die Game Boy Advance-Version habe ich, glaube ich, letztens erst durchgespielt. Das kann natürlich sein, ja. Ja, aber dann dachte ich mir auf jeden Fall so, ey, geil, ein Spiel ohne fucking Toads und es ist ein Mario-Spiel. Dass man sowas Toads noch erleben darf. Halbwegs gut eingesetzt werden, wenn man es richtig macht. Ja, aber Nintendo hat es schon sehr lange nicht mehr richtig gemacht. Ja, das letzte Mal, wo sie es richtig gemacht haben, Paper Mario 2, glaube ich. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, habe ich die gespielt oder nie gesehen. Ja, ich meine, in Mario 64 sind die auch noch nicht so belastend, das geht voll klar. Ja, Mario 64 ist da stehen halt so ein paar Assis rum und, naja. Gib mir den Stern, tschüss. Aber es ist okay. Aber in allen anderen Spielen danach wirklich, Bruder, nee. Gut, in Odyssey habe ich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, ob da überhaupt irgendwie Toads eine Rolle spielen. Boah, ich glaube, Toads sind auch wirklich nur im letzten Level irgendwie oder so. Ja, okay. Ist auch in Ordnung, ich meine, die Kerle braucht halt auch wirklich keiner mehr sehen. Somit, man hat sich an denen einfach absolut satt gesehen. Aber das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Part diskutiert. Die wurden so verheizt, da hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, das kann man nicht oft genug erwähnen. Ja, es ist wirklich so. Ja, so ungefähr. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Sollen wir da erstmal mit einem Weitsprung auf diesen Würfel rüber, oder was? Ja. Geht das? Im Video ging das. Ey, das ist fucking weit. Ich weiß. Warte. Deswegen habe ich das auch erst nicht in Betracht gezogen. Doch, das könnte wirklich gehen, weil von... Ja, GG, aber von diesem Würfel rutscht man runter.
The actual fuck? Was haben die denn geraucht? Alter, fuck it, fliegt da mit Kirby rüber. Was soll die Scheiße denn? Das ist ja mal behindert. Vor allem jedes Mal, wenn du abstürzt, musst du den Scheiß neu hochlaufen. Und zwar 10 Minuten lang. Wie dumm ist das denn? Ja, jetzt kannst du mit der Kanone wieder zurückballern, ne? Alter, ich bin noch auf einen Block drauf. Achso. Okay, ja. So, okay, weißt du, was die 5 Münzen da hinten sind? Lass ich, glaube ich, einfach in Ruhe. Ich lass die einfach da sein. Das ist mir. Wieso fällt die Plattform einfach random zurück? Und er gibt einen Stern. Nein! Nein! Ich krieg so einen fucking Zitteranfall, Bruder. Ich werf diesen Controller irgendwo hin. Siehst du, wir sind einen Stern weiter. Ey, Brudi, diese verschissene Plattform ist einfach gegen die Wand gefahren. Normalerweise bleibt die dann stehen, ne? Diese Plattform mit diesen 4 Pfeilen drauf, die man bewegen kann. Mhm. Normalerweise bleibt die stehen, wenn man damit gegen die Wand fährt. Ich springe schon runter, die fährt einfach unter meinen Füßen noch so ein paar Meter zurück, bleibt dann irgendwo stehen. Ich hole erstmal die Red Coin, will zurückspringen und in genau dem Moment, in dem ich darauf landen würde, verschwindet dieses Scheißding. Mhm. Ey, das war einfach auf so vielen Ebenen gerade Betrug. Guck mal die ganzen Secret Areas jetzt einfach mal an, ob wir vielleicht einen übersehen haben. Ja. Trying to take shortcuts can backfire. Hey, hier steht einfach wirklich ein Schild. Trying to take shortcuts can backfire. What? Oh! Ich wollte doch gar keinen Schuh. Oh mein Gott. Oh Mann. Ey, das war ja so ehrenlos. Ich hab nicht geblickt, dass sie das damit meinten. Oh mein Gott, da war so ein Schild, ne? Sagt so, ja Bruder, mach mal keinen Shortcut. Und ich erstmal an der Stelle, wo dieses Schild ist, so einen Wandsprung gemacht, weil ich dachte, ich komme da halt hoch. Aber man hätte eigentlich rechts den Weg irgendwie hochgehen sollen. Und wenn man da einen Wandsprung macht, dann springt man halt einfach in die Hölle. Sag ich nur so, er hat dich vorgewarnt. Ja, hat er. Also in dieser Welt hat er irgendwie den Scherzkeks rausgelassen, ne? Es gibt so ein Schild, das sagt dir irgendwie so, ja Bruder, hast du eigentlich ein Secret gefunden? Dann gibt es ein anderes Schild, das sagt dir so, ja Bruder, geh da nicht rein, dann stirbst du und du stirbst einfach. Und dann gibt es ein Schild, das sagt dir, mach mal keine Wandsprünge, oder also cheat immer nicht, und du stirbst, wenn du cheatest. Also irgendwie... Ich habe eine Idee, wo wir vielleicht den einen Secret Stair bekommen können. Aha, und wo? Also ich habe zwei Ideen. Die erste Idee, die ist die unwahrscheinlichere, im ersten Secret Level mit Cooper the Quick. Ja, da habe ich die roten Münzen. Da gibt es 3? Ja. Ja, dann fehlt uns der eine. Okay, weil die zweite Vermutung von mir wäre gewesen, bei dem Wingcap, da gibt es nämlich 2. Nee, bei der Wingcap, was, bitte 2? Hä, wir haben da aber auch keine 2 eingesammelt, wir haben nur 9. Ich weiß nicht, hier sagt er, Bruder, du kannst 2 Sterne in dem Wingcap-Level holen. Diese scheiß Kugelfies. Oh, hä? Vielleicht zählt er die Replika-Stars mit. Ach so, ja, na klar. Und die zählt ja auch bei den 3 mit, natürlich, ja, klar. Die Replika-Stars, die sind, die kommen nachher in den Bonus-Leveln. Das stimmt, deswegen, wenn du jetzt bei der Wüste guckst, bei dieser Sandy's Light Secret, da werden auch mindestens einer mehr aufgelistet. Du kriegst den für die Red Coins, für die Wüste und den Replika-Star, der da rumfliegt. Ja, das sind auch 3 jetzt bei Sandy's. Ja, das passt. Nee, dann passt das. Das sind nicht die, die wir machen müssen. Die kommen erst später. Okay. Mir fällt gerade ein. Ich habe irgendwie was im Kopf. Irgendwie die Oberwelt bei Nacht und Stern. Das kann sein. Ich habe da irgendwas im Kopf. Warte, ich guck jetzt mal. Ich guck jetzt nach. Ja, I don't know. Hier Castle Areas. Doch, das kann actually wirklich sein, dass da hier, irgendwie... Hier, Starleap Tower Grounds. Starleap Towers Grounds Night Endcake Picture. Ein Star, Required Stars 80. Genau die Anzahl für Bowser. Okay. Ja, entspannt. Oder halt auch nicht. Das heißt also quasi, den können wir nicht machen. Ja, aber dann können wir können den 6. Stern ja hier in dieser Welt schon machen. Ja. Weil, wie gesagt, bei der Röhre, da kann eigentlich kein Stern spawnen, weil der würde einfach mitten irgendwo hängen und das wäre halt super sinnlos. Weißt du was? Das ist einfach auch noch schneller. Ja, mach. Guck mal, was der 6. Stern hier ist. Oder wie der heißt, das sagt uns ja schon alles eigentlich. Ich habe by the way den 100 Münzstern. Wie heißt die Welt nochmal? Bob und Battle Factory? Bob und Battle Factory, yes. Lustiger Fun-Fact, die ersetzt sogar wirklich TikTok-Trauma. Haha. Passt halt von der Art wirklich gut. Muss man einfach mal so sagen.
Sag mal, weißt du, wo noch, also waren auf dem Weg, den du gegangen bist, den ich nie gegangen bin, waren da vielleicht irgendwo noch Red Coins? Boah, ich weiß nicht, ich kann aber gleich nochmal nachgucken. Also bei diesem Turm zum Beispiel, den du hochgeklettert bist oder so? Nein! Ach, dieser ehrenlose Hund. Ja, ist egal, ich bin eh Game Over. Aber ich hab den Dings-Stern, ja, den 100-Münz-Stern habe ich. Das heißt, fehlt nur noch der Red Coin Star. Okay, also ich glaube, der Dings ist doch missionsgebunden. Echt? Ja. Wie heißt denn der? Der heißt, Sekunde, The Engine League. Die Engine League. Ja, es muss aber nicht missionsgebunden sein. Du kannst einfach irgendwo hinklettern vielleicht, wo irgendeine Scheiße rausläuft oder so. Ja, aber ich habe mir über den Text durchgelesen und er hat gesagt, er ist genau in der gleichen Position wie der erste Stern. What? Hä? Okay. Ja gut, dann ist er wahrscheinlich missionsgebunden. Ich guck aber trotzdem mal nach. Ich weiß ja noch, wo der erste Stern war. Ja. Also ich glaube, das ist der erste Stern. Oder vielleicht Stern geht's ja von da einfach noch irgendwo weiter dann. Vielleicht ist da einfach noch ein Weg, der irgendwie weiterführt. Ja, Sekunde, ich guck mal nach. Weil der soll in der Box sein. In der Box? Ich hab da eine Box gesehen, glaube ich, irgendwo. Ganz oben. Aber ich glaube, das war eine Münzbox. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas habe ich da im Kopf gehabt mit der Box, aber... Hier ist eine Box. Siehst du? Münzen. Ah, Münzen, ja, okay. Ja. Es ging jetzt tatsächlich sehr schnell. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass wir irgendwie quasi direkt an den 120 Sternen stehen. So, das war mir irgendwie gar nicht bewusst. Erst als wir drüber geredet haben, was uns eigentlich noch fehlt, da ist mir so aufgefallen, wait a minute. Also es fehlt eigentlich nichts mehr. Also dafür, dass dieser Hack um einiges schwerer eigentlich ist, haben wir gar nicht so viele Parts mehr als in Mario 64. Der ist wirklich um einiges schwerer als Mario 64, muss man ganz klar so sagen. Ja, und jetzt habe ich vergessen, wo die letzte Münze war, die ich noch nicht hatte. Dammit, Alter. Oh, naja. Welche habe ich noch nicht eingesammelt? Haben wir trotzdem nur sehr wenige Parts mehr als Mario 64. Ja. Gut, wir haben viel rausgeschnitten. Ja, aber trotzdem. In Mario 64 gab es nicht viel rauszuschneiden. Ja. Ah, ich weiß, welche Münze mir noch fehlt. Wie komme ich denn jetzt nochmal hin? Damit. Weißt du, wie ich gerade da hinkomme, wo diese Lavafall, genau. Diese grüne Grütze runterläuft? Ja. Ja, ich weiß, wie du da hochkommst. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wo das war. Weißt du was, ich komme rein und zeig's dir einfach. Ja, weil ich glaube, da ist die letzte Münze, die ich noch nicht eingesammelt habe. Ja, da war eine. Das ist mir gerade eingefallen, dass du es gesagt hast. Genau, ja, und ich glaube, die habe ich noch nicht gesammelt gerade. Wo bist du gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin hier irgendwo bei Grütze. Deine Umgebung beschreiben, aus der Grütze. Wo das Herz ist. Weißt du, wo das Herz ist? Warte, ich sehe die Münze, passt, okay, hab's. Moment, jetzt muss ich nur noch einsammeln. Ich will nochmal einen Tod werfen. Warte, wo war der Schattenstern? Ja Gott, ich bin gerade an dem vorbeigelaufen. Hättest du das nicht eine Sekunde früher sagen können? Ich hab keine Ahnung. Ey, Digga, ich will jetzt auf gar keinen Fall sterben, ne? Oh mein Gott. Ey, weißt du, ich komm nochmal rein. Dann töte ich mich eh nochmal, dann bin ich eh komplett tot. Okay, passt. Bleib einfach da stehen, wo du bist, und ich such dir den Schattenstern. Ich muss hier weg, weil hier ist gefährlich. Ja, so. Tu dich irgendwo hinbegeben, wo es nicht gefährlich ist. Okay. Ich seh ihn! Yeah. Lol! Ich hab zufälligerweise die Kamera um die Ecke gedreht, hab dich laufen gesehen, du bist direkt beim Stern, ne? Ja, ich hab mich gerade wieder umgebracht, ich bin jetzt in der Game Over Welt, das heißt, warte kurz, bis du wieder reinspringst. Ja. Okay, warte. Also ich bin noch. Hab den Stern noch nicht eingesammelt. Ich überlege jetzt, glaube ich, der waghalsig runterspringen soll. Nein, tu's nicht, bitte. Ja, die Alternative wäre, die Rutsche runterzunehmen und die wird mich irgendwo in die Hölle schleudern, glaube ich. Mach einen Sprung, mach einfach einen Sprung und mach einen Kick oder ein Dings. Ja, ich mach einen Rosalina Jump mit Weitsprung. Das sollte funktionieren. Ah, brauche ich gar nicht, Weitsprung reicht. Ja, hab ihn. Entspannt. Okay, ich bin jetzt wieder aus der Game-Over-Welt raus. Okay, ja. Ich stehe gerade oben. Dann warte ich kurz auf dich. Ja, übrigens, wir haben ja das vorhin diskutiert, 50 oder 100 Münzen für ein One-Up. Es sind 50. Okay. Aber erst am Ende des Levels. Also wenn du dann wieder raus bist, dann wird's abgerechnet. Ah, ja, okay, ja, jetzt ergibt Sinn. Genau. Alright, ja, dann können wir den letzten Stern eigentlich gerade noch mitnehmen, oder? Ja. Ich meine, wir haben jetzt zwar schon wieder eine Stunde voll, lol. Egal. Wir haben einfach schon wieder eine Stunde vor. Ja, aber Alter, da fliegt doch viel raus. Ja, da fliegt sehr viel raus. Ich meine, das Belastende ist halt, dass der Part immer sehr groß wird und du es halt dann richtig aufwendig rüber schicken musst, aber... Ja. Ich habe jetzt erstmal Homeoffice. Ja, ich nicht. Ich habe jetzt erstmal bald wieder richtig Arbeit. Ja, deswegen, ich muss mir auch keine Gedanken machen, wann ich es hochlade. Ich werde es eh nicht vergessen. Ja, okay.
Wobei, ich weiß noch nicht ehrlich gesagt, ob ich diesen letzten Part, den wir aufgenommen haben, ob ich ihn rechtzeitig fertig kriege. Das könnte tatsächlich sein, dass ich es nicht schaffe, weil ich bin jetzt morgen Vormittag erstmal wahrscheinlich bis locker 14 Uhr weg. Ja. Und dann ist halt die Frage, wann du den Part rübergeschickt bekommst. Also ich werde ihn wahrscheinlich bis morgen früh rübergeschickt haben. Okay, das wäre natürlich entspannt. Also wenn ich ihn vielleicht Samstagabend schneiden, weil dann müsste ja Sonntag direkt online kommen. Das wenn ich es nicht vergesse. Ja. Und och nein, das hat mich Spaß. Nicht rübergeworfen. Alter, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich mit dir geredet habe. Ja, I feel that. Was müssen wir machen, meintest du, zu diesen schwarzen Löchern, ne? Ja, daran vorbei. Daran vorbei? Hä, aber was passiert dann? Warte einfach. Ach, sind da vielleicht die Dings, die fünf Rätsel? Folg mir einfach. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich bin gerade wieder unten, ich bin gleich bei dir. Ach so, ja, ich bin jetzt bei diesem Werfuzzi. Ich bin jetzt gleich bei dem Wall-Jump wieder. Ja, okay, da bin ich jetzt gerade hoch. Ah, da ist Feuer. Da ist Feuer. Oh. Was da rauskommt. Ja, aber das bringt nichts, wenn man da lang vorbeiläuft. Also ich meine, jetzt sind die Dinger plötzlich gefährlich, ja, aber es ändert halt nichts. Wo bist denn du gerade? Ah, da, okay, Feuer. Achso, du meintest ja, dass man einfach nach oben muss, ne? Nochmal, ganz nach oben. Ja. Ja gut, dann lass das halt mal machen. Oh mein Gott, Alter, das war gerade Jump-God-Künste. Ich habe gerade instinktiv einfach gehandelt. Die Bomben sind eigentlich die einzigen Gegner, die irgendwie synchronisiert sind, ne? Ja, irgendwie schon. Weil du läufst dauernd bei mir an Bomben vorbei und instant, die explodieren bei mir instant. Die hätten mich schon beinahe einmal umgebracht, so. Oh. Weil die gehen halt wirklich direkt hoch. Die zünden nicht erst, sondern die gehen wirklich instant hoch. Bei mir sobald du an denen vorbeiläufst. Luigi anstatt den Weitsprung die Stampfattacke gemacht. Ja, das mache ich dauernd. Das mache ich so oft. Ja, aber bei mir diesmal in die Hölle. Ja, okay, das ist entspannt. Och, Mädel. So, Seitwärtssprung ist echt so eine Kunst, ne? Also. Ja, also manchmal funktioniert er ohne Probleme super gut. Naja, manchmal geht einfach gar nichts. Und dann denkt er sich einfach nur so, Bruder, nö. Oder ich gehe dir jetzt aktiv auf die Nerven. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin oben. Ja, und da ist einfach jetzt, statt dem Stern ist einfach eine Box und da ist der Stern drin. Warte, ganz ehrlich. Auch. Ja, ich hab ihn. Dieser Stern ist ja super einfallslos. Also, das ist schon ein bisschen lame. Ich will auch noch holen. Ich bin jetzt auch schon wieder fast da. Ja, dann holen schnell. Also, ich bin jetzt halt echt bei dem letzten Ding schon. Ja, entspannt. Bei dem letzten Bass, Feuer. Also, ich feiere die Welt absolut, aber dieser Stern war einfallslos. Das muss man einfach mal so sagen. Das war derselbe Stern nochmal und es wurde durch das Feuer auch irgendwie kein Stück schwieriger, ehrlich gesagt. Ja, das steht auch im Wiki. Also, das ist irgendwie. Das ist ein bisschen einfallslos. Steht der auch noch immer noch genau da oben? Ja, der ist an derselben Stelle. Da ist jetzt einfach nur eine Box mit Sternen halt, statt dem normalen Stern. Also, ja, ich sehe es gerade. Oh mein Gott, Alter, wie einfallslos ist das denn bitte? Das ist halt quasi wirklich exakt derselbe Stern nochmal. So, am Weg wurde nichts geändert. Ja, also. Nee. Aber gut, ich meine, was soll's. Die Welt ist schön, die Welt macht Spaß auf jeden Fall. Die Welt ist anspruchsvoll und macht Spaß. Und das ist wirklich ein Kunstwerk, muss man sagen. Gut, Leute, im nächsten Part Boss-Time, würde ich sagen. Das Finale schon, kann man sagen. Auf jeden Fall. Ich befürchte, wir werden dann auch im nächsten Part mit diesem Replikastern anfangen müssen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass der nächste Part der letzte Part sein wird. Kommt darauf an, wie lange wir beim Bosskampf brauchen. Stimmt. Weil die Replikasterne würde ich wahrscheinlich auch so machen, dass wir die einfach schneiden, sozusagen. Wir schneiden bis zu dem Stern, wo wir dann halt eben sind, weil die sind halt im ganzen Spiel verstreut quasi, dass wir müssen viel hin und her laufen. Ja. Von daher, ja. Aber werden wir im nächsten Part sehen, Leute, wie weit das dann, wie weit wir durchkommen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr den Bosskampf nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, Daumen hoch bei diesem Part. Und, ja, dann sehen wir uns zum Bosskampf beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.